So. Und zwar, als erster stellen wir das Marietta-Blau-Stipendium vor, das vielleicht vielen schon ein Begriff ist. Das Marietta-Blau-Stipendium, hier haben wir kurz die Übersicht, was wir vorstellen werden. Die Key Facts, das heißt Zielgruppe, Zielsetzungen und Zielinstitutionen, zeitliche Aspekte und weitere Hinweise. Da geht es auch sehr stark um den Bewerbungsprozess, der für die Antragstellerinnen und Antragsteller besonders wichtig ist, sowie das Auswahlverfahren, das relativ zeitintensiv und komplex ist, sage ich mal. Und Sie haben, wie gesagt, also Sie haben am Schluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können aber gerne, wie gesagt, uns unterbrechen. Entweder einfach dazwischen reden, sage ich mal, oder im Chat Fragen stellen. Das nach Marietta Blau benannte Stipendium richtet sich an Doktoratsstudierende von österreichischen Universitäten. Und ganz wichtig ist hier bei uns, wenn wir von österreichischen Doktoratsstudierenden reden, geht es in erster Linie um, also das richtet sich nicht nach der Staatsbürgerschaft, sondern an die Anbindung einer österreichischen Universität. Das ist für die Beratung, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wenn jemand keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, ist das im Normalfall kein Ausschlussgrund. Es ist ein national gefördertes Stipendium, wie alle Stipendien, die wir heute vorstellen. Die Dauer ist 6 bis 12 Monate. Es ist so, die Antragstellerinnen und Antragsteller haben die Möglichkeit, hier selbst zu wählen, eine Zeitspanne zwischen 6 und 12 Monaten. Das heißt, da ist wirklich auch eine gewisse individuelle Planung möglich. Die Stipendienhöhe beträgt 1.660 Euro pro Monat. Wir hatten die Möglichkeit, die Stipendiensätze in den letzten Jahren sukzessive leicht zu erhöhen. Wir sind nur jetzt leider, also ausgerechnet jetzt mit der aktuellen Inflation an der Deckelung des Betrags angekommen. Das heißt, wir wissen nicht, wann die nächste Erhöhung möglich sein wird. Im Moment gibt es hier im Hintergrund die sogenannte Sonderrichtlinie, die diese Summe begrenzt. Das heißt, es wird vielleicht erst mit den Ausschreibungen 25, 26 wieder eine Erhöhung möglich sein. Es gibt zwei Einreichtermine, und zwar ist das am 1. Februar und am 1. September. Was für Sie in der Beratung auch ganz, ganz wichtig ist, es gibt bei diesem Stipendium keine Altersgrenze. Das heißt aber nicht, dass Alter gar keine Rolle spielt. Es ist so, dass sich dieses Programm an den wissenschaftlichen Nachwuchs richtet, hier insbesondere an wirklich exzellente Doktorandinnen und Doktoranden. Das heißt, es muss in irgendeiner Form eine wissenschaftliche Karriere erwartbar sein. Das heißt, wir haben hier sozusagen als erste Orientierung können wir Ihnen sagen, bis etwa 40 Jahre ist es kein Problem bei diesem Stipendienprogramm. Darüber hinaus wird schon etwas schwieriger, beziehungsweise müssen die Bewerberinnen und Bewerber besonders gut argumentieren, warum sie noch der Kategorie des wissenschaftlichen Nachwuchses angehören. Und es ist natürlich, ich sage mal, je weiter fortgeschritten das Alter ist, irgendwann wird es dann auch schwierig, wenn man sagt, wenn man mit dem Doktorat fertig ist, ist noch eine Karriere, eine wissenschaftliche zu erwarten. Irgendwann wird das nicht mehr möglich sein. Das heißt, Mitte 40 war schon so die Ausnahme, wo wir Stipendiatinnen und Stipendiaten hatten, gab es in Einzelfällen aber auch. Das Marietta-Blau-Stipendium hat keinerlei Eingrenzung, was die Fachbereiche angeht. Also es können sich wirklich Personen aller Disziplinen bewerben. Es ist auch so, dass wir kein Kontingent haben pro Fachbereich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, in einem Fachbereich gibt es weniger oder mehr Bewerberinnen und Bewerber und deshalb ist es leichter oder schwieriger. Deshalb kann ich wirklich hier auch nur allen Personen raten und auch Ihnen in der Beratung dieses Stipendium Doktoratsstudierenden nahezulegen, weil es einfach wirklich viele Möglichkeiten gibt. Das Wichtige ist eigentlich, dass sich Bewerberinnen und Bewerber schon früh auseinandersetzen müssen mit dem Stipendium, mit den Zielen und das sozusagen schon früh eintakten müssen. Darauf kommen wir dann auch nochmal zurück. Das Stipendium dient nämlich der Optimierung der Dissertation. Es wird ein eigenständiges Arbeitspaket als Forschungsaufenthalt innerhalb der Dissertation gefördert. Und dadurch, dass das Stipendium ganz klar der Optimierung der Dissertation dient,
muss der Aufenthalt noch während der Dissertation und vor dem Einreichen der Dissertation eigentlich stattfinden. Das heißt, was der Fördergeber des BMBWF hier will, ist, dass die Erkenntnisse, die Recherchen des Auslandsaufenthaltes, den wir fördern, in die Dissertation einfließt. Das betone ich deshalb, weil es natürlich oft so ist, dass es für Doktoratsstudierende einen Leerlauf gibt, nachdem sie ihre Dissertation eingereicht haben, die sie aber noch nicht verteidigt haben. Und da immer wieder die Frage kommt, ob man denn nicht das Stipendium nutzen könnte, um sozusagen schon ein Postdoc-Projekt vorzubereiten. Das ist aber leider nicht möglich mit diesem Programm. Sie finden diese Ausschreibung wie auch alle unsere anderen Ausschreibungen auf grants.at. Das ist, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, immer so ein sehr guter Tipp als erste Anlaufstelle, dass man hier mal nachschaut, was es so gibt an Förderungen. Und die Einreichung findet über scholarships.at statt, wobei wir hier, also wenn Sie auf scholarships.at schauen und sich einloggen, finden Sie auch das Bewerbungsformular. Wir raten allen Bewerberinnen und Bewerbern aber immer, dass sie auf grants.at gehen. Dort gibt es dann einen Button zum hier einreichen und dann landen Sie gleich direkt im richtigen Antragsformular. Genau, also wie gesagt, die exzellente Doktorandinnen und Doktoranden österreichischer Universitäten sind die Zielgruppe. Ein zügiger Studienverlauf wird erwartet und deshalb dürfen sich die Personen auch höchstens seit 6 Semestern im Doktoratstudium befinden. Es ist aber so, es gibt hier gewisse Ausnahmen. Die 2 wichtigsten sind hier auf der Folie angeführt. Das sind die nach, also es muss immer alles nachgewiesen werden, das ist ganz wichtig. Es ist auch so, ich sage Ihnen das jetzt gleich auch noch in dieser Runde, wir versuchen das auch immer allen Bewerberinnen und Bewerbern klar zu sagen, es gibt keine Möglichkeit für Nachreichungen. Das heißt, es muss alles bei der Einreichung offengelegt werden. Genau, ich sehe da eine Frage, auf die werde ich gleich nachher noch eingehen zum Thema Gastinstitution. Kurze Antwort ist ja, es kann auch ein Labor sein. Wir werden aber nachher nochmal drauf eingehen. Genau. Wie gesagt, die Bewerbenden dürfen sich maximal im 6. Semester befinden. Wir rechnen da immer, also jetzt zum Einreichtermin 1.9. zählt das Sommersemester, da das ja noch aktiv ist. Zum jetzt ausstehenden, also offenen Call, 1. Februar zählt das Wintersemester. Wenn das das 6. Semester ist, können sich die Personen bewerben. Ausnahmen sind eben möglich bei Betreuungszeiten eigener Kinder, auch bei wissenschaftlichen Anstellungen, Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Das deshalb, weil wir wissen, dass Doktoratstudierende, die als Prädok angestellt sind, sich um vieles andere kümmern müssen, Lehre, viel Administration und dass es dann einfach nachvollziehbar ist, wenn sie wenn sie da einfach ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sage ich mal. Und es ist so, angenommen, jemand ist aktuell im 8. Semester und möchte sich zum 1., 2. bewerben, dann müsste diese Person einen Nachweis über 2 Semester liefern. Einen Ausnahmegrund sozusagen. Also eine Anstellung von einem Jahr wäre dann eine Ausnahmeregelung, warum man immer noch formal gültig wäre bei diesem Stipendium. Was wir hier nicht stehen haben, weil es nicht so häufig vorkommt, ist die pflegenahe Angehörige. Für die gibt es auch Ausnahmen, sowie Wehrdienst oder Zivildienstzeiten. Ganz wichtig ist wirklich immer, dass es nachgewiesen ist. Hier empfehlen wir auch immer den Bewerberinnen und Bewerbern, dass sie im Zweifelsfall vorab mit uns Kontakt aufnehmen. Dann können wir eben abklären, wie dieser Nachweis ausschauen kann oder ob sie das überhaupt erfüllen. Ja, Verzeihung, jetzt ist gerade alles etwas langsam bei mir bei der Folie. So. Genau, also die Zielsetzung ist die Optimierung der Doktorarbeit. Und hier wirklich geht es um einen ganz gezielten Auslandsaufenthalt. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, aber auch wirklich diese Erfahrung, die Erkenntnisse des Auslandsaufenthaltes, dieser Auslandsforschung in die Dissertation einfließen zu lassen. Und das Stipendium dient ausschließlich dem Vorhaben der Auslandsforschung. Das heißt, es gibt auch hier, wir haben nicht die Möglichkeit, etwas in Österreich zu fördern. Es geht wirklich nur um die Auslandsforschung. Man muss auch immer unterscheiden. Und natürlich, diese Auslandsforschung steht aber immer im Kontext der Dissertation.
Das ist auch, ich sage das jetzt hier deshalb nochmal, weil das auch wichtig ist, dass das im Antrag immer klar gemacht wird. Bei Fragen geht es teilweise um die Gesamtdissertation und teilweise ausschließlich um den Auslandsaufenthalt, den wir fördern möchten. Wir hatten hier schon das Thema des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir haben hier auch das Thema oder den Begriff der Early Stage Researcher. Das ist relevant, wenn es Personen gibt, die eben schon etwas älter sind. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand erst mit Mitte 30 zum Studieren begonnen hat, hier aber jetzt diesen Weg, Karriereweg verfolgen möchte. Und dann kann auch jemand, der vielleicht schon etwas älter ist, in den Begriff Early Stage Researcher fallen. Das sind Personen, die vor maximal 4 Jahren ihre Master- oder Diplomarbeit, also das Studium abgeschlossen haben und jetzt im Doktorat sind. Also das wäre auch noch ein Punkt, wie man das erfüllen kann, warum man noch als wissenschaftlicher Nachwuchs gilt. Und ich war schon angesprochen, dass die angestrebte wissenschaftliche Karriere plausibel sein sollte. Das heißt, da geht es jetzt auch ein bisschen um natürlich um das Alter. Wie gesagt, wir haben keine Altersgrenze, aber es muss wirklich individuell im Antrag erklärt werden, warum die wissenschaftliche Karriere noch plausibel ist. Das ist im Normalfall den Leuten, die schon etwas älter sind, eh bewusst, auch den Jüngeren. Also es gibt die Möglichkeit, hier darzulegen, welche Karriere man anstrebt. Das Stipendium fokussiert ausdrücklich nicht auf lebensbegleitendes Lernen. Diese Regelungen sind dafür da. Was wir nicht fördern möchten, sind Personen, die ihr Doktorat aus, ich sag mal, hobbymäßig oder aus Interesse betreiben, aber nicht vorhaben, nach der Dissertation noch weiter in der Wissenschaft zu arbeiten. Das Thema Zielinstitutionen ist im Chat schon kurz angesprochen worden. Das Wichtigste ist, die Institution muss sich im Ausland befinden. Es gibt hier keine Vorgaben, Einschränkungen. Es gibt auch kein Kontingent nach Zielländern. Also genauso wie bei den Fachbereichen ist es wirklich ganz, ganz offen. Es können sich auch Bewerberinnen und Bewerber für mehrere Länder bewerben. Das heißt, es ist nicht so, dass man nur an einen einzigen Ort gehen kann. Man kann das Marietta-Blau-Stipendium aber nur einmal beziehen. Das heißt, man muss das dann in einen Antrag zusammenfassen. Man hat da im Antrag die Möglichkeit zu sagen, ob man nur einen Aufenthalt beantragt oder man kann eine Reihung erstellen. Auch bei den Zielinstitutionen gibt es fast keine Ausnahmen. Das heißt, in erster Linie, die meisten Personen gehen natürlich an Hochschulen oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Labore zu gehen, in Archive, Bibliotheken und Museen. Auch Feldforschung ist ein Thema. Das ist gerade zum Beispiel bei der Kultur- und Sozialanthropologie natürlich relevant. Das heißt, es ist hier wirklich ganz, ganz offen. Falls aus irgendeinem Grund jemand unsicher sein sollte, ob der Zielort, die Zielinstitution möglich ist, bitte ich wieder vorab Kontakt aufzunehmen. Grüß Gott, jetzt ist noch eine Teilnehmerin hinzugekommen, die habe ich hinzugefügt. Dankeschön. So. Ja, also es gibt, wie gesagt, zwei Einreichtermine. Hier ist wichtig zu beachten, diese Einreichtermine sind auch an Antrittstermine gekoppelt. Das heißt, jetzt der 1. Februar, das ist unser offener Call. Da wird es dann Auswahlinterviews geben im Juni oder Juli. Wir gehen nachher noch kurz auf den Auswahlprozess ein. Und innerhalb dieses Calls ist ein Antritt von August bis Jänner möglich. Das heißt, wir haben dann nicht die Möglichkeit, hier Ausnahmen zu machen. Und früher ist im Normalfall auch nicht möglich, weil dann die Auswahl noch gar nicht fertig ist, aber auch nicht später zu verschieben. Das heißt, für Bewerberinnen und Bewerber ist wichtig, dass sie sich einfach wirklich im Vorfeld auch schon überlegen, wann möchte und kann ich antreten und dass sie den Einreichtermin entsprechend wählen. Wenn man sich zum 1. September bewirbt, das ist die Runde, die jetzt gerade sich in der Auswahl befindet. Da wird es diesmal im Jänner Auswahlinterviews geben. Der Antritt ist dann ab Februar möglich bis zum Juli. Und es ist auch so bei unseren Stipendien, man kann immer zum 1. des Monats oder zur Monatsmitte antreten. Man kann das Stipendium auch unterbrechen. Das heißt, man muss das nicht auf diese 6 bis 12 Monate, die man beantragt, nicht auf einmal konsumieren. Allerdings muss man immer 3 Monate am Stück konsumieren. Und damit sich das auch nicht ewig in die Länge zieht und weil wir auch wollen, dass
die Stipendiatinnen und Stipendiaten dann ihre Dissertation zügig abschließen, muss das Stipendium spätestens nach 18 Monaten konsumiert sein. Das heißt, ab Antritt hat man einen Zeitraum, also erst sozusagen vom zeitlichen Aspekt, es gibt einmal den Einreichtermin, dann gibt es eine Zeitspanne, innerhalb der man antreten kann, das sind hier die genannten Monate. Und ab Antritt hat man 18 Monate Zeit, das Stipendium zu konsumieren. Das sollte aber alles schon im Antrag auch dargelegt sein, wie und warum man das macht. Hier nochmal ganz groß der Hinweis, dass der Stipendienaufenthalt vor dem Einreichen der Doktorarbeit abgeschlossen sein muss, weil ja das Stipendium der Optimierung der Dissertation dient. Das haben wir hier jetzt auch so prominent immer wieder platziert, weil es halt leider immer wieder vorkommt, dass sich Personen bewerben für einen Aufenthalt, der über das geplante Ende des Doktoratsstudiums hinausgeht. Wie schon erwähnt, ist der Erhalt des Marietta-Blau-Stipendiums nur einmal möglich. Deshalb ist es auch wichtig, dass wenn man an mehrere Orte gehen möchte, dass man das wirklich gemeinsam beantragt und im Antrag zusammenfasst. Also jetzt nicht möglich zu sagen, okay, ich plane mal 6 Monate und ich kann ja später immer noch was machen. Es gibt eine Anwesenheitspflicht am Forschungsstandort. Das ist eigentlich bei all unseren Stipendien so. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, nachdem wir ja Personen fördern wollen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, ist es sehr oft so, dass es einzelne Abwesenheiten gibt aufgrund von Teilnahmen an Konferenzen etc. Also das ist durchaus möglich, nur muss das immer mit uns abgeklärt und gemeldet werden. Ist jetzt aber nicht so, dass man deshalb irgendwelche Vorträge, Konferenzen etc. absagen müsste, wenn man das Stipendium bekommt. Auch noch wichtig ist, dass das Auslandsvorhaben zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht bereits begonnen sein darf. Das heißt, wenn es vielleicht schon eine Kooperation gibt, da schon ein gewisser Kontakt ist, also es ist nicht möglich, dass man schon im Ausland ist und dann nach 3 Monaten im Ausland sagt, so jetzt habe ich von dem Marietta-Blau-Stipendium erfahren, das möchte ich beantragen. Also das muss echt wirklich alles im Vorhinein geplant und beantragt werden. Hier das Auswahlverfahren. Ich habe schon gesagt, das ist relativ zeitintensiv oder aufwendig. Es ist so, dass es gibt ein 4-stufiges Verfahren und das Wichtige ist, das ist ein aufbauendes Verfahren. Das heißt, wenn man im ersten Schritt hinausfliegt, gibt es keine Möglichkeit, im Verfahren zu verbleiben. Das betone ich auch deshalb, der erste Schritt ist nämlich die formale Prüfung der Unterlagen. Das heißt, wir schauen hier nicht nur, ob die Personen unseren formalen Kriterien entsprechen, sondern auch, ob diese formalen Kriterien ausreichend nachgewiesen werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand im 8. Semester ist und sagt, kein Problem, ich war 2 Jahre an der Uni angestellt, deshalb gilt diese Ausnahmeregelung für uns, dann brauchen wir aber auch einen Nachweis, der das einwandfrei beweist. Also das kann sein ein Arbeitsvertrag, das kann eine Bestätigung der Universität sein. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, hier Nachreichungen zu akzeptieren. Das heißt, auch wenn ein Antrag vielleicht wissenschaftlich wirklich sehr, sehr gut ist, wenn gewisse formale Kriterien nicht erfüllt werden, können die Bewerberinnen und Bewerber leider nicht im Auswahlverfahren verbleiben. Und deshalb ist es auch wirklich wichtig, falls es irgendwo Zweifel gibt, offene Fragen, das lieber immer im Vorhinein zu klären. Wir haben einfach im Nachhinein nicht die Möglichkeit, dann noch Dokumente oder auch nur Informationen zu akzeptieren. Es gibt auch eine Plausibilitätsprüfung. Das heißt, hier schauen wir nochmal genau auf die Ziele des Stipendienprogramms und ob die erfüllt werden. Das heißt, die Plausibilitätsprüfung kann relevant sein, wenn es um das Alter geht. Das hatten wir schon, dass man einfach schaut, okay, ist hier noch eine wissenschaftliche Karriere erwartbar, ja oder nein? Was auch immer wieder ein Thema ist bei der Plausibilitätsprüfung, sind Angaben im Formular, ob die ausreichend sind oder nicht. Es ist so, wir verlangen keinen Lebenslauf, wir wollen aber
Diese Informationen des Lebenslaufes müssen aber im Antragsformular eingegeben werden. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, es bewirbt sich jemand, es gibt hier, also Lücken im Lebenslauf sind natürlich möglich. Wichtig ist immer, dass wenn das etwas länger ist, dass es vielleicht auch einfach erklärt wird. Aber wenn wir jetzt Anträge haben, wo wir sehen, okay, da ist jetzt ein Loch von 4 Jahren, wir haben keine Ahnung, was die Person in der Zeit gemacht hat, dann ist für uns auch schwierig einzuschätzen, ob die Person der Zielgruppe entspricht oder nicht. Das heißt, im Zweifelsfall immer lieber mehr als weniger Informationen geben. Im dritten Schritt werden die Anträge von Fachexpertinnen und Experten bewertet. Das ist eine externe Bewertung. Das heißt, wir holen uns hier, in diesem Schritt geht es natürlich, davor prüfen wir wirklich nur die formalen Kriterien und ob die Personen den Zielen des Stipendienprogramms entsprechen. Die externe Fachbegutachtung ist ein ganz wichtiger Punkt in der Auswahl, weil hier die wissenschaftliche Qualität begutachtet wird. Und es ist auch so im Antrag, das können Sie Bewerberinnen und Bewerbern immer mitgeben. Es gibt Teile, die wenden sich eher an ein allgemeines Publikum, die sind relevant für die Formalprüfung, die Plausibilitätsprüfung, auch für das Auswahlinterview. Und dann gibt es zum Beispiel das Exposé. Das ist natürlich für die Fachexpertinnen und Fachexperten ganz, ganz besonders wichtig. Der letzte Schritt ist ein Auswahlinterview in Wien. Die Termine davor haben Sie vorher schon gesehen. Ich sehe gerade, da ist noch jemand im Wartezimmer. Die Auswahl. Können Sie mich jetzt hören? Entschuldigung, jetzt war kurz. Ja, okay, sehr gut. Eine Stummschaltung gesehen. Ja. Die Auswahlinterviews finden eben Dezember oder Jänner beziehungsweise Juni, Juli statt. Es gibt eine Kommission, die ist gleichbleibend, eine Kommission des Wissenschaftsministeriums, die das auch schon sehr lange macht und da sehr viel Erfahrung hat. Und in diesem Schritt geht es dann darum, dass sich die Bewerberinnen und Bewerber an einem interessierten Laienpublikum präsentieren können. Das heißt, man sagt ja auch, dieses Stipendium wird aus Steuergeldern bezahlt. Es ist sozusagen auch ein bisschen eine Rechenschaft, die die Bewerberinnen und Bewerber jetzt der Öffentlichkeit gegenüber ablegen können, warum ihr Vorhaben gefördert werden soll und ob sie das auch im Sinne von Public Science einer interessierten Öffentlichkeit näher bringen können. Das heißt, es ist wirklich so, dass sich hier Bewerberinnen und Bewerber ein sehr unterschiedliches Publikum wenden müssen. Also erst an uns im Sinne von, erfülle ich die formalen Kriterien, bin ich plausibel im Sinne von, falle ich in die Zielgruppe. Sie müssen die Fachexpertinnen und Fachexperten überzeugen und dann nochmal die Kommission, die ich jetzt als sehr interessiertes Laienpublikum bezeichnen würde. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit mal zu Marietta Blauser. Verzeihung, mein Computer ist etwas langsam. Ich sage mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden hier noch meine Kontaktdaten. Ja, gibt es vielleicht mal dazu Fragen? Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. Marius Müller. Für den, ja, danke schön. Hören Sie mich? Ich kann Sie leider nicht hören. Oh, einen Moment. Ich kann Sie hören, seltsamerweise. Interessant. Okay. Vielleicht machen Sie die Lautsprecher noch lauter. Ich kann Sie leider wirklich gerade gar nicht hören. Vielleicht stellen Sie mal die Frage und meine Kollegin muss da quasi für mich dolmetschen. Okay. Erstmal vielen Dank für den Impuls. Meine Frage geht auf diese Zielinstitutionen an. Denn ich muss mich quasi im Vorfeld informieren, welche Zielinstitutionen in den verschiedenen Zielländern in Frage kämen. Sozusagen einerseits von der Seite der Förderer, aber auch natürlich, ob zum Beispiel die Ja, Universität. Hören Sie mich jetzt? Ah, okay. Okay. Ich versuche nebenbei die Frage an den Nebenschreibtisch drüben weiterzugeben. Genau. Und versuchen wir das technische Problem irgendwie zu lösen. Okay. Alles klar. Also einerseits von der Fördergeberseite, aber dann natürlich auch muss ja die Institution mich auch irgendwie aufnehmen. Also ich denke zum Beispiel an Archive, Bibliotheken und so weiter, weil ich
forscht zum Indischen Ozean und ich habe da mehrere, also Archivorte, die ich gerne besuchen würde oder eben auch Institutionen und Universitäten. Aber muss ich dann sozusagen im Vorfeld schon Kontakt mit den entsprechenden Institutionen aufnehmen und erstmal überlegen, würden die mich aufnehmen oder ansehen oder wie funktioniert das? Das wäre jetzt meine Frage. Ah, wir können Sie gerade nicht hören. Ich schätze, Ah, Sie sind schon dabei, Verzeihung, die Antwort zu Entschuldigung, geben. Entschuldigung. Ja, ich habe mich stumm geschaltet, damit ich die Kollegin nicht störe. So, also es ist so, man braucht ein Einladungsschreiben für den Antritt des Stipendiums. Man kann das aber nachreichen. Man muss das nicht bei der Antragstellung schon hochladen. Der Grund dafür ist der, dass einfach viele Institutionen ein Einladungsschreiben erst ausstellen, wenn es eine Finanzierung gibt. Es ist aber immer so, dass es natürlich für den Antrag mehr Gewicht hat oder wenn es bereits ein Einladungsschreiben gibt. Das muss auch nicht immer ein ganz offizielles Einladungsschreiben sein. Es kann, wenn es jetzt wirklich ganz kurzfristig ist, empfehle ich den Bewerberinnen und Bewerbern auch immer, dass sie einfach zum Beispiel ein E-Mail hochladen mit Einverständnis der Person, von der sie eingeladen werden, dass man einfach sieht, hier gibt schon einen Kontakt. Was natürlich jetzt blöd sein könnte, das ist dann aber für die Fachgutachter, Gutachterinnen eher relevant, wenn sie denken, ja, wird diese Person überhaupt aufgenommen werden können? Vielleicht ist das gar nicht möglich. Also das ist auch immer ein bisschen ein, je mehr man hat, je mehr man vorlegt, desto besser. Man kann dieses offizielle Einladungsschreiben aber nachreichen. Wenn es schon Kontakt gibt, würde ich das aber auf jeden Fall mit hochladen. Das ist immer, kommt immer besser, sage ich ja. Ja. So, ich glaube, ich kann sie jetzt mittlerweile hoffentlich auch alle hören. Vielen Dank für die. Und es ist auch so, also wenn im Grunde es sind wirklich fast alle Zielinstitutionen möglich, falls es da irgendwo Zweifel gibt, dann bitte vorab melden. Ich kann mich jetzt aber gar nicht erinnern, dass es da schon mal Probleme gab. Also es ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Es geht natürlich dann teilweise, was immer ein bisschen heikel ist, wo wir genauer schauen müssen, wenn es an private Forschungseinrichtungen geht oder wenn die Frage ist, warum es hier keine Anstellung gibt. Also wo es dann eher um so Arbeitsrechtliches geht. Ja. Frau Darf ich noch, Neureiter? Entschuldigung, ganz kurz, Herr Müller, die Frage von Ihnen ist beantwortet soweit? Ja, Okay, wunderbar, und danke schön. dann meine Frage nur, Katharina, an dich. Hörst du den Herrn Müller oder die anderen ja. Teilnehmer jetzt? Okay, passt, dann haben wir es wieder. Dann bittet man die Frau Neureiter bitte um ihre Frage. Bitte. Perfekt. Super. Ich hätte eine Frage, weil wir beraten in unserer Studierenden auch immer bezüglich möglicher Förderauf- oder Fördermöglichkeiten. Und da ist natürlich eine Frage, was die Studierenden oft stellen, wie hoch ist die Annahmerate? Die ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich muss aber nochmal betonen, wenn man bei der Formalprüfung, wenn da irgendwas nicht passt, dann ist man leider draußen. Und das betone ich so sehr, weil wir da leider immer wieder Probleme haben. Also wenn da jetzt zum Beispiel irgendwo eine Unterschrift fehlt am entscheidenden Dokument etc., schaut leider schlecht aus. Und das ist auch für uns immer schade, weil wenn man jetzt sieht, okay, das wirkt jetzt für uns als Laien so, als wäre das etwas, was Hand und Fuß hat, was wissenschaftlich sicher sehr gut ist und dann scheitert es an sowas. Es ist für die Leute extrem frustrierend, es ist für uns jetzt aber auch nicht so wahnsinnig lustig, sage ich mal. Ich würde sagen, circa die Hälfte bekommt das Stipendium. Das hängt natürlich jeweils vom Einreichtermin auch ein bisschen ab, variiert. Es ist aber so, dass es sich auf jeden Fall auszahlt, einen Antrag zu stellen. Okay, das heißt, wenn man die Kriterien erfüllt, die Formalprüfung eben besteht oder halt eben alles wirklich so, wie es vorgegeben ist, abgibt, rechnet man mit circa 50% Ja, dann ist sogar Chance. noch. Dann sogar Okay. noch höher. Also ich würde sagen, insgesamt sind es etwa 50%. Das ist jetzt natürlich nur so Daumen mal Pi, weil das immer unterschiedlich sein kann. Klar, ich meine, eine absolute Zahl ist eh nicht möglich. Das sehen wir Ja, bei unseren das ja. Stipendien genauso, aber das ist halt eine Frage einfach, dass die Studierenden es besser Na, einschätzen können. natürlich, genau. Und das ist, also durch diese also die Förderquote wäre vielleicht sogar noch höher, wenn es dann nicht teilweise am Formalen scheitern würde. Kann man so natürlich auch nicht sagen, weil es natürlich
dann vom Fördergeber, vom BMBWF auch irgendwann einen Deckel gibt, wenn das Geld aus ist. Also es gibt die Gelder sind natürlich gedeckelt. Ich würde es aber wirklich empfehlen, das zu machen. Es ist so, der Antrag ist aber auch ziemlich aufwendig. Und dadurch haben wir natürlich auch schon eine gewisse Vorauswahl, weil Personen nur einen Antrag stellen, wenn sie das wirklich ernst nehmen. Das ist jetzt nicht so ein Antrag, wo man sagt, ja, probiere ich es mal, mache ich so nebenbei. Man muss schon einiges hineinstecken. Okay, super, herzlichen Dank. Bitte gerne. Vielleicht darf ich noch hinzufügen, weil ich bin sehr neu jetzt bei diesen Outgoing-Stipendienprogrammen und bin jetzt ein bisschen bei diesem Webinar dabei auch zum Lernen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt mitbekommen, auch bei der Formalprüfung und bei den, ja, einfach, was sind so die Ausscheidungsgründe in diesen formalen Etappen? Ich glaube, man kann als Tipp mitgeben, man soll wirklich sehr genau schauen, was wird gefragt im Formular, und wenn man sich jetzt nicht auskennt oder wenn man irgendwie unsicher ist, lieber nachfragen einfach bei uns. Das, glaube ich, kann man den Studierenden unbedingt als Tipp mitgeben. Ja, unbedingt bitte. Und wie gesagt, man kann vor dem Einreichtermin, kann man vieles klären. Nach dem Einreichtermin ist es leider nicht mehr möglich. Das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ja. Dann sehe ich da eine Frage vom Herrn Haarer, bitte. Ja, vielen Dank auch von mir für die Präsentation, die sehr klar und nachvollziehbar war. Ich hätte eine kurze Frage zum Thema Anwesenheitspflicht. Es ist klar für mich jetzt intuitiv einsehbar, dass man nicht 2, 3 Wochen schnell mal die Friends besuchen sollte oder kann, weil man es halt schon so lange nicht mehr gesehen hat. Aber wie ist es mit Trauerfällen? Wie ist es mit Feiertagen, aus religiösen Gründen, Einfahren und so weiter? Also gibt es Ja, da eine ungefähre ja. Regelung oder ist es einfach in der Situation dann zu Es regeln? ist so, es müssen die Stipendiatinnen und Stipendiaten müssen sich immer melden, auch einfach deshalb, damit nachvollziehbar ist oder im Zweifelsfall klar ist, dass sie hier sein durften. Was natürlich ganz blöd ist, wenn jemand ihnen sagt, ich muss das nicht melden, ich bin jetzt nur ein paar Tage in Österreich, hat dann vielleicht einen Unfall oder irgendwas und das Ganze wird dann ein Riesenthema, wo man sagt, na, war die Person vielleicht jetzt schon länger da oder nicht. Deshalb sagen wir auch immer den Leuten, sie sollen bitte immer Bescheid geben, wenn sie kommen. Also wir haben zum Beispiel auch, es kann durchaus sein, manche Personen haben vielleicht einfach eine medizinische Vorgeschichte, wo sie regelmäßig zu Arztterminen nach Österreich müssen. Es ist natürlich auch so, dass jetzt gerade zu Weihnachten, na ja, sehr viele nach Österreich zurückkommen. Man kann auch, wir haben immer wieder das Thema Trauerfälle natürlich leider auch, aber auch Hochzeiten etc. Also das ist durchaus möglich. Es muss aber schon klar sein, dass man grundsätzlich einfach am Studienort sein muss und dass man jetzt nicht einfach sozusagen nach Österreich reisen kann, wie es einem gerade gefällt. Deshalb versuchen wir das auch immer klarer zu kommunizieren. Es ist so, dass die Personen, die das Marietta-Blau-Stipendium bekommen, ist ja, ich sage das jetzt im positiven Sinn, meist sind das die Streberinnen und Streber, die hier eh wirklich sehr genau sind und auch durch ihren Studienerfolg schon sehr auf diese Dinge achten. Also im Normalfall stellt das kein Problem dar. Wichtig ist eben, wie gesagt, dass man da immer Rücksprache hält mit uns, damit es nicht potenziell im Nachhinein zu Problemen kommt. Das ist der Hintergrund. Ja, danke schön. Bitte gern. Sind noch weitere Fragen aufgetaucht? Genau. Herr Müller, bei Ihnen sehe ich die Hand hoch. Bitte. Nur noch einmal eine kurze Rückfrage. Und zwar gibt es eine Mindestaufenthaltsdauer, die ich an einem Ort verbringen muss, bevor ich dann quasi, wenn ich sage, ich habe mehrere. Ja, das ist eine gute Frage. Im Moment nicht. Es ist so, Okay. bisher ist die Regelung so, man muss 3 Monate am Stück im Ausland sein. Theoretisch könnte man in diesen 3 Monaten aber auch an 2 Orten sein. Es ist für Sie jetzt vielleicht auch als Info so, wir sind gerade sehr angehalten beim ÖAD und speziell hier im Bereich bei uns Mobilität und Kooperation, Verwaltungskosten einzusparen. Das heißt, es gibt sehr wohl Überlegungen, dass man die Aufenthaltsorte reduziert oder dass man, dass es hier eine Maximalanzahl gibt, damit das einfach nicht so viel Aufwand in der Verwaltung verursacht. Also es kann durchaus möglich sein, dass das in Zukunft beschränkt sein wird. Es gibt auch, was wir in letzter Zeit immer wieder hatten, man kann theoretisch auch
pendeln an zwei Orten gleichzeitig sein, die örtlich einfach sehr nah beieinander sind. Das muss im Antrag einfach immer nachvollziehbar dargestellt werden. Es ist auch so, wir sagen immer, es muss für die Bewerberinnen und Bewerber, es ist auch ein Tipp, dass sie uns gegenüber alles möglichst nachvollziehbar darstellen. Ganz schlecht ist immer, wenn wir versuchen, jetzt zu interpretieren, wie das gemeint sein könnte, weil das wissen wir dann auch nicht genau. Wir können es besser oder schlechter interpretieren und deshalb auch die Empfehlung auch in der Beratung für die Personen, dass sie das sich in das unterschiedliche Publikum eindenken oder das vielleicht auch Leute durchlesen lassen entsprechend. Gut, danke schön. Bitte gerne. So, dann würde ich mal weitermachen mit dem Doktoratsstipendium für das EHI, das Europäische Ich Hochschulinstitut. hätte noch eine. Ja, bitte, ja. Ja, ich verstehe jetzt leider schlecht, Ich aber habe ja. das ÖAW-Doc-Stipendium und Ja. wollte fragen, wie das dann abläuft oder ob sich das einander ausschließt oder zeitlich und ob ich dann das Marietta Pau eher danach oder so machen sollte. Nein, das schließt, aber also Sie interessieren sich jetzt als Bewerberin? Als potenzielle? Ja, Ah, okay. genau. Also es ist so, wir haben nächste Woche, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, am 5. und 7., weil dieses Webinar richtet sich ja in erster Linie an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Auslandsbüros, damit sie die Studierenden entsprechend beraten können. Wir haben nächste Woche am 5. und am 7. Dezember Webinare, die finden Sie auf der Marietta Blau Homepage. Ich glaube, die Kollegin hat es auch gerade in den Chat gestellt. Achso, ist auch nicht. Aber das machen wir gleich genau, ja. Nein, das ist kein Grund. Es ist so, wenn es eine Anstellung und ein Stipendium gibt, brauchen wir immer die Information, das ist jetzt auch vielleicht für Angestellte der Universitäten wichtig, dass sie freigestellt sind. Und zwar freigestellt von den Tätigkeiten. Man kann weiterhin das Gehalt beziehen, das Stipendium. Uns ist aber wichtig, dass wenn wir jetzt Personen fördern, also ein Auslandsvorhaben fördern, dass sie diesem Auslandsvorhaben wirklich nachgehen können und nicht, dass sie irgendwie nebenbei noch Prüfungen korrigieren müssen, etc. Okay, super, danke schön. Bitte gerne. Ja. Das Doktoratsstipendium für das Europäische Hochschulinstitut in Florenz ist bei uns ein bisschen ein Ausreißer, sage ich mal. Sie sehen hier ein paar sehr, sehr hübsche Bilder aus Florenz. Quasi als Appetitanregung. Wir werden hier nochmal die Fakten des Programms vorstellen, Zielsetzungen, Zielgruppe, Zielinstitution ist in dem Fall leicht und das Auswahlverfahren. Sie können natürlich wieder Fragen stellen. Auch dieses Programm richtet sich an hochqualifizierte Postgraduierte. Die Ausnahme ist hier, dass sich um ein Förderprogramm handelt, das wirklich ein ganzes Studienprogramm fördert. Und zwar fördern wir hier dreimal 12 Monate, also insgesamt 36 Monate am Europäischen Hochschulinstitut. Und das vierte Jahr wird dann durch das EHI direkt gefördert. Das heißt, das Europäische Hochschulinstitut ist eine Einrichtung, eine Forschungseinrichtung. Ach, Moment, ich sehe noch einen. Genau, also die Kollegin hat jetzt die Infos zu den Webinaren in den Chat gestellt. Das ist vielleicht noch eine wichtige Information auch für ihre Studierenden. Das Europäische Hochschulinstitut befindet sich in Florenz, ist keine Universität in dem Sinne, weil es eigentlich nur Forschung ab dem Doktorat gibt. Das heißt, es gibt Postdoc-Forschung, es gibt die Möglichkeit, ein Doktorat zu absolvieren. Es gibt aber keine Bachelor- und Master-Ausbildung in dem Sinn. Und wir fördern hier ein gesamtes Studium. Der Stipendienbetrag beträgt analog zu Marietta Blau 1660 Euro pro Monat. Hier inkludiert ist auch eine Krankenversicherung und Familienbeihilfe bei mitreisenden Kindern. Noch zum Thema Krankenversicherung, weil das auch in der Beratung wichtig sein kann. Es handelt sich hier nicht um eine allumfassende Krankenversicherung, wie das in Österreich bei uns üblich ist, sondern eine Krankenversicherung, die vom IHI angeboten wird und von uns bezahlt, finanziert wird.
Und wir empfehlen hier Bewerberinnen und Bewerbern auch immer vorab Kontakt aufzunehmen, was diese Versicherung dann abbildet und ob es vielleicht sinnvoll ist, sich zu Hause weiter zu versichern. Das ist natürlich gerade auch bei chronischen Krankheiten ein großes Thema und leider auch für Personen immer wieder ein Ausschlussgrund, warum sie sagen, sie, das ist ihnen zu riskant. Deshalb sage ich das hier auch nochmal so deutlich. Der Einreichtermin ist am 31. Jänner, also relativ bald. Und es ist so, es gibt ja gewisse Fachbereiche, die vorgegeben sind. Das sind Geisteswissenschaft, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, das ist hier schon relativ eingeschränkt. Wir haben ein Kontingent von 12 Plätzen. Das heißt, 4 Plätze pro Jahr wollen wir fördern, idealerweise pro Abteilung. Das Ziel des Programms ist die Absolvierung des Doktoratstudiums am Europäischen Hochschulinstitut. Das heißt, hier soll wirklich das gesamte Doktorat durchgeführt und abgeschlossen werden. Wie auch bei unseren anderen Programmen wird dieses Programm vom BMBWF finanziert. Die Ausschreibung finden Sie auf grants.at. Es ist aber so, dass man sich hier nicht wie bei den anderen Programmen auf Scholarships bewirbt, sondern direkt am EHI. Auch hier haben wir wieder die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Internationalisierung des Doktoratstudiums als Ziel und auch die Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandortes in Österreich. Hier sehen Sie nochmal die 4 Abteilungen. Das heißt, am IHI gibt es diese 4 Fachbereiche, Abteilungen und in denen kann man sich bewerben für ein Doktoratstudium. Wichtig ist ja auch immer, wenn sich Personen für das Studium interessieren, und das wäre ja dann für Sie in der Beratung, wären das in erster Linie Personen, die sich vielleicht am Ende des Masterstudiums befinden und die jetzt ein Doktorat absolvieren möchten. Sie müssen in einem dieser 4 Abteilungen sozusagen ein Forschungsthema finden, das dort auch umgesetzt werden kann. Das heißt, Sie können den Studierenden raten, dass sie sich da am IHI direkt informieren, dass sie schauen, welche Professoren, Professorinnen gibt es, welche Forschungsschwerpunkte und ob es möglich ist, sich hier mit dem eigenen PhD-Programm, Projekt zu bewerben. Weil natürlich, wenn es das Dissertationsprojekt kann noch so gut sein, wenn es keine Person gibt, die das am IHI betreuen kann, schaut es natürlich auch schlecht aus mit dem Studienplatz. Es ist so, wenn man sich am IHI bewirbt um das Doktoratstudium, schließt das automatisch eine Bewerbung um das Stipendium ein. Also man muss sich dann nicht extra bei uns beim ÖAD noch einmal bewerben, sondern wir bekommen dann vom IHI die Info und schauen, ob die Leute den formalen Kriterien entsprechen. Wir haben hier auch nochmal das Thema mit Antragsberechtigung. Das heißt, es sind mal Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft antragsberechtigt, aber nicht nur. Und weil es natürlich ein bisschen schwieriger ist, weil sich diese Personen ja noch nicht im Doktorat befinden, im Gegensatz zu Marietta Blau, und hier nicht nur ein Teilbereich des Doktorats gefördert wird, das in Österreich gemacht wird, sondern ein ganzes PhD-Studium im Ausland absolviert werden soll, gibt es dann auch eine zweite Regelung, weil man nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat, dass man eine besondere Verbundenheit zur österreichischen Gesellschaft aufweisen muss. Da gibt es mehrere Faktoren und da müssen mindestens 2 erfüllt werden. Und da bitte ich jetzt noch meine Kollegin Veronika Fuchshuber, dass sie die kurz vorliest, weil das haben wir jetzt nicht intus, haben wir es auch nicht gemerkt. Ja, mache ich sehr gerne. Ich habe mir das aus der, steht in der Ausschreibung auf www.grants.at, stehen die Faktoren ganz genau da. Also einerseits muss entweder die österreichische Staatsbürgerschaft gegeben sein oder eben 2 der folgenden Faktoren, die eben eine besondere Verbundenheit zur österreichischen Gesellschaft nachweisen. Das kann einerseits ein Hauptwohnsitz sein, beziehungsweise Aufenthaltstitel in Österreich für mindestens 3 Jahre in den letzten 5 Jahren vor dem Einreichtermin. Der zweite Faktor wäre eine Beschäftigung, die aber über die Geringfügigkeitsgrenze hinausgehen muss, in Österreich über 30 Monate während der letzten 5 Jahre vor dem Einreichtermin. Genauso geht aber auch eine selbstständige Tätigkeit, die steuerlich veranlagt sein muss, auch in Österreich über die letzten 30 Monate, also immer die 2, in 2,5 Jahre quasi in den letzten 5 Jahren vor dem Einreichtermin.
Der vierte Faktor wären steuerpflichtige Eltern, die mindestens 5 Jahre in Österreich steuerpflichtig sind in den letzten 5 Jahren. Ein Studium, das in Österreich durchgeführt wird, oder dass die Matura in Österreich abgelegt werden kann. Also so sieht man schon, dass der Personenkreis, der antragsberechtigt ist, ein bisschen ausgeweitet wird und trotzdem irgendwie die Einbindung oder den Anschluss an die österreichische Gesellschaft, dass der gegeben ist. Und da wird dann auch drauf geschaut bei der Prüfung des Antrags, ob erwartbar ist, dass diese Personen auch dann nach dem Studium am EHI wieder zurückkommen nach Österreich. Und das sind eben diese Faktoren, zumindest relativ, dass man davon ausgehen kann, dass irgendwie zumindest ein Interesse besteht, weiterhin in Österreich irgendwie zu leben und beschäftigt zu sein. Ja, danke schön. Also jetzt vielleicht auch so, weil auf den ersten Blick sehr kompliziert, sage ich, aber Sie finden das alles in der Ausschreibung. Der Hintergrund ist auch der, dass man hier einerseits nicht Personen diskriminieren will, die schon länger in Österreich sind, die hier wirklich eine Anbindung haben, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, aber gleichzeitig sicherstellen will, dass Personen gefördert werden, die einfach eine Verbundenheit zur österreichischen Gesellschaft aufweisen. So, Zielinstitution ist in diesem Fall klar, das ist das Europäische Hochschulinstitut, das heißt, es ist auch wirklich nur für diese eine Institution das Programm. Es ist so, das Europäische Hochschulinstitut wird von verschiedenen Ländern gefördert, das heißt, alle Studierenden des IHI werden über ihr Heimatland gefördert und erhalten auch ein Stipendium. Und auch der Name European University Institute ist eben, dadurch, dass keine Bachelor- und Masterstudien angeboten werden, ist es rechtlich gesehen keine Universität. Ein Doktoratstudium ist aber möglich. Das nur so als Hintergrund. Für Sie ist natürlich auch nur für gewisse Fachbereiche möglich. Noch kurz zum Auswahlverfahren. Es ist so, im ersten Schritt gibt es eine Formal- und Plausibilitätsprüfung. Die findet gemeinsam durch den ÖAD und das IHI statt. Das heißt, wir schauen hier, werden diese Kriterien, die wir vorher gelistet haben, erfüllt. Und ansonsten ist es aber so, dass die Auswahl wirklich in erster Linie beim IHI liegt. Das heißt, eine Kommission am IHI erstellt eine Shortlist. Es gibt Auswahlinterviews in Florenz. Das heißt, die Personen müssen anreisen. Wir können hier auch keine Kosten übernehmen, das gleich vorweg. Und die Auswahl wird hier wirklich rein durch das IHI getroffen. Meist gibt es dann Ende April das Ergebnis und die Information, ob man ab September mit dem Studium beginnen kann oder nicht. Ja, und meine Kollegin Veronika Fuchshuber ist jetzt in Zukunft für das Programm zuständig, ist jetzt selber aber noch in der Einarbeitung, gerade aus der Karenz zurückgekehrt. Deshalb habe ich das jetzt nochmal übernommen. Vielen Dank dafür. Ja, also ich habe das Programm früher betreut. Wir sind jetzt hier zwei Karenz-Rückkehrerinnen. Deshalb war das jetzt ein bisschen in der Schwebe. Sie finden hier dann, Sie können die Folien, wir können die noch zukommen lassen. Sie finden hier auch alle möglichen Verlinkungen zum IHI selber, zur Ausschreibung und so weiter. Gibt es dazu vielleicht Fragen? Nein? Dann mache ich weiter mit den Marietta-Blau-Stipendien der Österreich-Zentren. Das waren ehemals die Doctoral Research Fellowships. Da ist unsere Kollegin Sigrid Koller dafür zuständig, die jetzt aber leider krank ist. Deshalb übernehmen wir das. Wir können deshalb jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe gehen, was aber, glaube ich, zeitlich auch gar nicht mehr so möglich wäre. Das heißt, wenn es da irgendwie Fragen gibt, die wir nicht beantworten können, bitte am besten an die Frau Koller eine E-Mail schreiben. Sie stellen die Fragen im Chat und wir leiten es der Sigrid weiter. Das können wir auch machen. Genau. So, wir schauen uns kurz an, was die Österreich-Zentren sind, wo es sie gibt. Geben Informationen, Zielorten und zu den Auswahlverfahren und stellen auch noch kurz Fellows vor. Die Österreich-Zentren sind meist Teilbereiche, die an Institute oder Forschungszentren an unterschiedliche Universitäten angebunden sind. Es gibt da auch von Auslandsösterreichern mitfinanzierte Lehrstühle und betreiben Forschung zu ganz unterschiedlichen Themen. Was sie aber immer vereint, ist, es
der Österreich-Bezug beziehungsweise Zentraleuropa. Die Österreich-Zentren vergeben auch Stipendien. Also es gibt nicht nur die Marietta-Blau-Stipendien der Österreich-Zentren, die wir haben, sondern auch Stipendien, die von den Österreich-Zentren selbst vergeben werden. Und sie werden alle durch das BMBWF, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mitfinanziert. Hier sehen Sie eine Übersicht der Österreich-Zentren und auch die Jahreszahlen, seit wann sie gibt. Das älteste ist an der University of Minnesota seit 1977 und seit 2017 gibt es auch in Berkeley an der University of California ein Österreich-Zentrum. Marietta-Blau-Stipendien gibt es allerdings nur an vier dieser Österreich-Zentren, nämlich Edmonton, Minnesota, New Orleans und Jerusalem. Hier ist es so, analog zum klassischen Marietta-Blau-Stipendium sind hier antragsberechtigt Personen, die in Österreich ein Doktoratstudium verfolgen und für in diesem Fall 10 bis 12 Monate an eine dieser Zielinstitutionen gehen möchten. Einreichtermin ist der 1. Februar, jeweils für das Folgejahr, und die Stipendienhöhe beträgt 1.660 Euro pro Monat, wie auch bei unseren anderen beiden Stipendien. Und auch hier ist es so, dass das Stipendium der Optimierung der Dissertation gilt. Das heißt, der Aufenthalt muss beendet werden, bevor die Dissertation eingereicht wird. Und das Stipendium wird von uns abgewickelt und aus Mitteln des BMBWF finanziert. Genau, es gibt hier ein bisschen eine Ausnahme. Es können sich nämlich nicht nur Personen an einer österreichischen Universität bewerben, sondern auch Studierende, Doktoratstudierende an einer Universität mit angeschlossenem Österreichzentrum. Das ist jetzt für Sie in der Beratung natürlich nicht so relevant, nur als sozusagen Information. Es benötigt ausgezeichnete Englischkenntnisse und wir verlangen hier auch ein Empfehlungsschreiben des Dissertationsbetreuers, der Dissertationsbetreuerin, beziehungsweise des Direktors, der Direktorin des Österreich-Zentrums. Das heißt, hier ist wirklich diese Anbindung an die Österreich-Zentren ganz stark und im Vordergrund. So, als erstes haben wir hier das Stipendium für Minnesota. Es ist so, ähnlich wie beim IHI sind hier die Fachbereiche schon sehr vorgegeben durch die Gastinstitution, Gastuniversität. Das heißt, hier in Minnesota sind die Schwerpunkte Geschichte Österreichs und der Habsburger Monarchie sowie der Nachfolgestaaten. Und die Fachbereiche sind Wirtschaft, Sozial, Geisteswissenschaften und Musikwissenschaften. Das heißt, hier ist es einfach, man kommt für dieses Stipendium auch nur in Frage, wenn man zu einem Forschungsschwerpunkt der jeweiligen Gastinstitution forscht. Und in Minnesota kann man für 10 Monate lang das Stipendium beziehen. Es ist auch so, dieses Stipendium ist, ich würde mal sagen, eher einem, da ist man sehr stark an die Gastinstitution angebunden. Das heißt, man hat auch, es wird auch die Mitarbeit erwartet, man ist da wirklich sehr stark eingebunden, muss aber umgekehrt vielleicht auch in der Administration mal aushelfen. Gemeinsame Veranstaltungen, Konferenzen werden geplant, etc. Auch in New Orleans gibt es ein Stipendium. Da ist ein sehr großer Schwerpunkt auf Politikwissenschaften. Und es gibt eine große Kooperation mit der Universität oder eine enge Partnerschaft mit der Universität Innsbruck. Für dieses Stipendium kann man sich ebenfalls für 10 Monate bewerben. Dann haben wir noch Alberta Edmonton. Hier ist Sozial-, Geisteswissenschaften sowie Musik- und Theaterwissenschaften das Thema. Wir hatten hier, glaube ich, auch sehr stark Anträge zum Thema Musikgeschichte, soweit ich mich erinnere. Man kann sich hier für 12 Monate bewerben. Also das ist ein bisschen länger als die anderen Programme. Und als letztes gibt es noch ein Stipendium, Marietta-Blau-Stipendium für Jerusalem. Hier ist es wie bei den ersten beiden Standorten auch so, dass man sich für 10 Monate bewerben kann. Hier steht Zentraleuropa mit Österreich und besonders Wien als Mittelpunkt im Fokus der Forschung und natürlich auch ein starker Fokus auf jüdische Bevölkerung der Habsburger Monarchie. Es ist auch so, wenn wir jetzt schon beim Thema Jerusalem oder Israel sind, das vielleicht noch für Sie in der Beratung auch als Information. Wir haben keine Einschränkung der
der Gastländer, Gastinstitute, auch bei Marietta Blau, beim Klassischen. Es ist aber natürlich so, dass die Personen selbst verantwortlich sind, ihren Aufenthalt zu planen. Und es ist so bei Stipendiatinnen und Stipendiaten, wir können ja nicht vorschreiben, ob ein Land so gefährlich ist oder nicht. Das heißt, das liegt immer, das müssen immer die Stipendiatinnen und Stipendiaten selbst abwägen, weil sie auch in keinem Anstellungsverhältnis zu uns sind. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, sie müssen nach Österreich zurückkommen, weil es zu gefährlich ist. Sie sind sozusagen für sich selbst verantwortlich. Das wäre jetzt, denke ich, mal noch so eine wichtige Information. Bei den Österreich-Zentren ist es so, dass wir beim ÖAD die Formalen- und Plausibilitätsprüfung durchführen. Die Österreich-Zentren selbst prüfen und bewerten dann die Anträge. In Kanada gibt es sogar zusätzlich noch ein Auswahlinterview durch den Direktor. Die jeweiligen Österreich-Zentren erstellen dann eine Reihung der Bewerberinnen und Bewerber und die letzte Entscheidung über die Zuerkennung liegt dann beim BMBWF. Hier ist noch ein kurzer, eine Folie zu ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ich habe das jetzt deshalb drin gelassen, weil hier auch ein Erfahrungsbericht verlinkt ist. Ich kann Ihnen jetzt leider inhaltlich nichts dazu sagen. Wenn Sie die Folien bekommen, können Sie da draufklicken. Hier finden Sie auch noch mal eine Folie mit den Ausschreibungen und Aktivitäten der Zentren. Die sind da zum Teil sehr aktiv. Das heißt, wenn Sie die Folien haben und Interesse haben, können Sie sich da noch mal durchschauen. Hier finden Sie den Kontakt von unserer Kollegin Sigrid Koller, die Sie dann, wie gesagt, kontaktieren können. Ab nächster Woche hoffentlich ist sie wieder fit und kann Ihnen dann auch antworten. Ja, Frau Neureiter? Ja, ich hätte noch eine kurze Frage. Mhm. Sind das die Stipendien, die jetzt vom ÖAD verwaltet werden für PhD-Studierende oder gibt es noch weitere Möglichkeiten? Es gibt vereinzelt noch Möglichkeiten, also das sind unsere Hauptprogramme sozusagen. Es gibt vereinzelt noch Möglichkeiten zu, ich glaube, Taiwan. Natürlich auch noch bei Erasmus noch Schiene. Was jetzt so allgemeine Dinge, Stipendien angeht, würde ich wirklich die Marietta Blau Stipendien, die klassischen, empfehlen, weil die einfach vom Fachbereich und den Zielinstitutionen her so viele Sehr offen Möglichkeiten, sind, ja. genau, weil die komplett offen sind. Ansonsten ist es einfach so, dass es oft einen Fokus gibt, der doch sehr einengend ist. Also ich sehe jetzt die TU Graz, da ist natürlich IHI und auch die Marietta Blau Stipendien der Österreich-Zentren nicht relevant. Genau, ja. Genau. Genau, Okay. also der, ja. Passt. Ich meine, und Und sonst sind die Möglichkeiten eher auf grants.at aufgelistet. genau. Ich wollte gerade sagen, das ist sowieso Ja. immer, glaube ich, die erste Anlaufstelle. Auch deshalb, weil dann nicht nur Förderungen des ÖADs aufgeführt sind, sondern wirklich alle Fördermöglichkeiten, von Österreich aus. Ich hätte eine kurze Frage, weil ich weiß, es können die Universitäten und wir haben das ja auch gemacht, unsere Fördermöglichkeiten auch einspielen. Und früher war die Maria Unger dafür zuständig. Ist sie nach wie vor noch die Kontaktperson? Sie können ihr auf jeden Fall schreiben. Ich meine, sie selber, sie leitet ja das BIS-Team. Sie kann es zumindest weiterleiten, auf jeden Okay, Fall. passt. Aber das heißt, wir Genau. können sie weiterhin kontaktieren diesbezüglich. Genau, Okay, super. ja. Weil sie wird das sicher richtig zuordnen können Passt. und weiterleiten können, genau. Ja. So. Gibt es sonst noch Fragen? Nein, dann haben wir ja sozusagen eine ganz, ganz pünktliche. Ein ganz pünktliches Ende gefunden mit unserer Veranstaltung. Wir danken auf jeden Fall mal für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben noch kurz da, falls doch noch Fragen aufkommen. Und ja, was ich noch mal so zum Schluss mitgeben kann, vielleicht, dass Sie wirklich Ihren Studierenden immer empfehlen, sich rechtzeitig um die Stipendien auch zu kümmern. Weil es einfach so ist, dass es teils eine sehr große Vorlaufzeit gibt. Ja, die Folien können wir dann noch zukommen lassen. Genau. Es gibt natürlich auch zum Thema regionale Einschränkungen. Es gibt auch bei den Aktionen, also Österreich, Ungarn, Slowakei und Tschechien, das wären zum Beispiel auch Möglichkeiten, aber da kann man natürlich nur ins jeweilige Partnerland gehen, beziehungsweise CEPUS. Also es gibt dann schon noch so mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal die Möglichkeiten vorgestellt, die sich wirklich an Doktoratstudierende richten und die einen gezielten Aufenthalt einen längerfristigen fördern.
Dann danke ich Ihnen. Wir bleiben noch kurz da, falls Fragen aufkommen. Einfach Danke noch schön, schönen schönen Tag. Tag. Danke. Danke, Herzlichen Dank fürs ebenfalls. Teilnehmen Vielen und alles Dank. Gute Ihren Studierenden und Ihnen natürlich auch. Ciao. Danke, wir schon. Danke, auf Wiedersehen.